Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Trainsim World 2 auf diesem Kanal TrainX. Und ja, ich bin wieder da. Dazu werde ich auch gleich wieder mehr sagen, das heißt wieder da, Pausen sind bei mir eigentlich ständig. Erstmal vorweg, wir fahren auf der Strecke Ruhrsieg Nord, damals noch aus den Trainsim World 2020 Zeiten, also eine etwas ältere Strecke, einer der ersten deutschen Strecken für Trainsim World, ein IC von Hagen nach Finntrop. Es ist ein Szenario vom guten Tom-Fresco aus dem Raysim Forum. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich einmal ins Spiel. So, jetzt sind wir hier drin und wir lesen gleich einmal vor, was er dazu geschrieben hat. Guten Abend. Heute übernehmen Sie den IC32, der eigentlich mit einer IC2-Garnitur verkehren sollte. Mit einer 101 zwischen Hagen und Finntrop, mit einem unterwegs halt in Ledmate. Die V-Max, damit meint er Höchstgeschwindigkeit, also ist richtig geschrieben, des Zuges, wirst du hier wohl nicht ausfahren können. Das glaube ich auch nicht. Abfahrt in Hagen ist um 18.21 Uhr. In Finntrop ist der Haltemarker etwas deplatziert, kann aber einfach bis ans Signal und den Bahn. Man kann aber einfach bis ans Signal und an den Bahnsteig vorbeiziehen. Vorziehen. Ich kann es wieder nicht lesen. Ja, Leute, erstmal vielen, vielen Dank an Tom, dass er uns dieses Szenario hier bereitgestellt hat im Raysim Forum. Und wir fahren dieses Szenario. Ich würde sagen, wir rüsten erstmal alles auf, was es aufzurüsten gibt. Es ist ja nicht viel, aber bevor ich dann gleich weiter erkläre, warum ich jetzt wieder ein neues Video mache, warum jetzt so lang, beziehungsweise eher, warum kamen so lange keine neuen Videos? Das ist ja eher das Ding. So, hier die Bremse geht rein. Bremsen haben wir. Pusten einmal die Bremsen durch, testen einmal die Bremsen durch. Das sieht gut aus. So, und dann stellen wir genau wieder Spitzensignal mal ein. Und damit sollte unser Zug fertig aufgerüstet sein. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz nach draußen und schauen uns hier in Hagen um. Es ist später Nachmittag, kommt fast abends. Ein schöner Sommertag, der sich langsam dem Ende neigt. Und wir sollen den Zug jetzt ein bisschen nach Finntrop fahren. Ab da übernimmt dann unser Kollege und fährt das ganze Ding dann nach Frankfurt. Wir öffnen mal die Türen links. Ich finde es ja extrem schade, dass Dovetail Games die IC-Wagen bislang noch nicht oder wahrscheinlich nie in diese Strecken hier einbaut. In Hamburg-Lübeck fährt ja auch einer. Warum nicht hier? Ich meine, Realismus hin und daher, es tut dem Gameplay einfach nicht gut, wenn die Züge hier nicht eingesetzt werden. Das sieht doch super aus, wenn so Pizzerien einfach vorbeizieht, Leute. Das muss man doch toll finden. Gut, es müssten eigentlich die Lichter am Zug an sein. Ich wundere das gerade. Ah, okay. Jetzt sind sie an. Wir schauen uns nochmal drin um, bevor wir dann gleich abfahren. Bis nach Ledmate. Dort haben wir ja einen Zwischenhalt. Hier haben wir die Erstklassewagen. Wir steigen mal in den zweiten Erstklassewagen. Und rein in die Masse. Ja, hier steht nichts drin. Liegt wahrscheinlich daran, dass auch das Datum ist falsch. Die Anzeigen. Gerade die Uhrzeit ist falsch. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Zug hier nur als Ersatzzug verkehrt. Also eigentlich verkehren ja IC2-Garnituren und das ist jetzt hier wahrscheinlich einfach nur ein Ersatz, der irgendwie bereitgestellt werden konnte. Sehr, sehr schön. Würde ich mir jetzt auch einfach gerne reinsetzen und die Fahrt genießen, aber wir sind eben der Lokführer. Das heißt, wir müssen uns jetzt gleich konzentrieren und den Zug mit eher langsamerem Tempo an sein Ziel bringen. Ja, hier haben wir die zweite Klasse Sitze. Ich bin auch letztens mit den IC1-Wagen gefahren nach Berlin, aber dazu gleich mehr, das werde ich euch gleich alles erzählen, wenn wir auf Strecke sind. Wir wollen ja jetzt nicht hier blöd rumstehen und nichts tun, denn das haben wir jetzt schon 4 Minuten 15 Sekunden getan. Gut. Wir steigen ein, wir sind hier reingesprintet. Der Zug ist auch ziemlich leer, also wirklich angenehm. Und wir schließen die Türen. Zack, der Bremsschlüssel muss aufstellen. Zack. So, die Türen schließen, wir lösen die Bremsen und dann gucken wir mal. Jo, die Türen sind zu. Und ich würde sagen, wir begeben uns mal in die Außenperspektive und beschleunigen. Das sieht nämlich richtig cool aus, Leute. Okay.
Ich bin mal leise, könnt ihr euch das mal schön anhören. So, das war's. Wir gehen jetzt wieder hier ins Führerhaus. Es lädt sich. Es ist wirklich Musik in meinen Ohren, Leute. Es hört sich wirklich eins zu eins an wie der echte IC, den ich wirklich liebe. Also die modernisierten IC1-Wagen sind einfach nur schön mit der BR101. Ich glaube, das seht ihr genauso. Die sollen ja jetzt ausgemustert werden. Hust, hust, wer es glaubt. Ich glaube es ja der Deutschen Bahn nicht, dass die schon in, ich glaube, 2, 3 Jahren nicht, dass es die da nicht mehr gibt. Die werden doch bestimmt online gefahren. Hoffe ich auch, innerlich. Ja, und jetzt sind wir hier auf der wunderschönen, rosigen Nordstrecke, die, finde ich, kaum mehr beachtet wird, aber, die kaum noch beachtet wird, aber, finde ich, komplett zu Unrecht. Die ist nämlich richtig, richtig, richtig schön durch die Wälder hier, durch die schönen deutschen Wälder. Und deswegen müssen wir die natürlich auch fahren. Leute, ich glaube, sind wir sogar noch gar nicht gefahren, glaube ich, weil die 143 hatte so einen Soundbug und mit der hat das einfach keinen Spaß gemacht. Es gibt auch die 112, die klingt auch wie ein Bug, aber das ist tatsächlich der richtige Sound. Und mit der könnte man die Strecke auch nochmal fahren, wenn ihr wollt. Also, ich spiele auf PC an alle, die neu dazugekommen sind. Das hier ist eine Fahrt auf dem PC mit Controller, weil meine Maus irgendwie, das ist mit der, ich zeige euch das mal, wenn ich mich mit der jetzt umsehe, seht ihr, es gibt so Stufenbildung, die ruckelt so ein bisschen. Wenn ich mit Controller das Ganze mache, dann sieht das so aus. Also, schön sauber und gerade, deswegen mache ich das mit Controller. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, was gibt noch zu sagen? Ich bin wieder da. Wieder da. Das heißt, ich habe einfach nur lange keine Videos mehr rausgebracht. Sehr lange, ich weiß. Sorry, sorry, sorry. Ich weiß, ihr habt ihr recht. Es ist Mist, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die sind immer da. Und ich erkenne die auch immer wieder, wer da ist. Und ich habe auch gesehen, dass ihr fleißig Kommentare geschrieben habt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich wirklich, dass ihr wieder da, dass ihr mit am Start seid. Und lasst uns einfach weiter da weitermachen, wo wir aufgehört haben, vor längerer Zeit. Und das schöne Spiel, beziehungsweise den wunderschönen Simulator genießen. Die AFB habe ich mal wieder vergessen anzumachen, aber es geht auch so, kein Problem. 12 Kilometer halten wir ja schon wieder. Also ihr seht das hier, was ich meine. Es sieht doch einfach schön aus. Ich spiele ohne PCB und SIFA, genau. Einfach aus dem Grund, weil ich habe keinen Bock, immer mal wieder alle paar Sekunden Knopf zu drücken für die SIFA und die PCB. Da habe ich keine Lust. Nein, ich bin ehrlich, also ich bin immer zu faul, mich damit mal zu beschäftigen. Ja, und das war auch der Grund, warum keine Videos kamen. Oh, da kommt was Schönes entgegen. Eine 425. Ist das, glaube ich? Ja. Das ist halt auch der Grund, warum keine Videos kamen. Also erstmal bin ich ein bisschen faul. Manchmal keine Lust. Bin ich ehrlich. Sehr, 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 sehr schade. Es tut mir auch echt leid. Ich habe jetzt wieder richtig Lust, das merkt ihr vielleicht auch. Es sind manchmal so ein paar Downphasen, wo man sich so denkt, oh, jetzt keine Lust, wieder alles anzustöpseln, aufzunehmen. Aber nee, jetzt habe ich richtig Bock, weiterzumachen. Ich hoffe, ihr auch. Was ich sagen wollte, genau. Außerdem, der zweite Grund, ich habe mich sehr mit Thema Flugsimulation beschäftigt jetzt gerade. Ist ein großes Update für den Microsoft Flight Simulator, der vor ein paar Tagen auch für die Xbox erschienen ist. Gekommen auf dem PC, ein riesiges Update, und das hat mir den ganzen Sim zerschossen. Das heißt, ich kann das jetzt alles neu installieren mit den ganzen Mods. Das heißt, ich weiß gerade sowieso nicht, was ich sonst machen soll. Aber das ist nicht der Grund. Ich habe einfach Bock, wieder neue Videos zu machen auf diesem Kanal, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Lust. Und so langsam sind wir gar nicht mit den 120 km/h. Klar, sind jetzt keine 200, aber trotzdem schleichen wir jetzt hier nicht mit 80. Das ist ja mal ganz angenehm. Wollen wir nach draußen gehen? Also ich wirklich immer wieder sagen muss, ne? Der Sound ist wie in echt. Ernsthaft.
Das hört sich ja wirklich richtig gut an. Zu den Dostos, die sich komplett schlecht anhören. Was ich dazu nochmal sagen muss, ich habe eine Lok rausgenommen aus dem Szenario, die ja angeblich, ich glaube, einfach nur rumsteht. Oder ist auf jeden Fall eine KI-Lok habe ich rausgenommen, weil die habe ich mir nicht gekauft. So eine Rangier-Lok, ich glaube die 204. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, keine Ahnung. Habe ich mir nicht gekauft, weil ich das keinen Sinn dazu sah. Ich finde es ein bisschen unnötig. Es ist ja auch immer sehr, sehr teuer. Also noch nicht, vielleicht bis 40. Irgendwann mache ich die interessant, dann werde ich mir sie vielleicht kaufen. Die habe ich einfach aus dem Szenario rausgestrichen, also nicht wundern. Falls ihr das Szenario selber spielt, ist sie dann wahrscheinlich dabei. So, noch 9,5 Kilometer und dann sind wir in Letmate. Bisher noch nicht so viele KI-Züge. Szenario, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze dann auch downloaden und selber simulieren. Ach so, und mit dem Livestream habe ich ja schon ganz oft angekündigt. Ich muss jetzt erst wieder sehen, dass das vernünftig läuft, dass auch wieder ein paar Leute zugucken. Dass wir wieder dass die Community wieder zurückkommt. Nein, ich muss einfach sehen, wie das jetzt geht, ob sich Leute wirklich ordentlich Videos angucken. Bei den Premieren haben wir teilweise 10 Zuschauer und mehr gehabt. 15, glaube ich, einmal sogar. Wenn das in den Livestreams auch so wäre, würde ich sofort machen. Aber wenn das ein Livestream ist, wo dann ein, zwei Leute zu gucken, das müsst ihr dann auch verstehen. Das ist überhaupt kein Front. Ich freue mich auch über die ein, zwei Leute. Aber dann ist es ein Livestream dann für zwei Leute lohnt sich ja nicht so richtig. Aber ich freue mich auch über zwei Leute, die zu gucken. Versteht ihr? Das darf man nicht falsch verstehen. Ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich damit sagen will. Ich mal die AFB anschalten sollen, das ist jetzt Mist. Aber nicht schlimm. Es ist Mist, aber es ist nicht schlimm. Ah ja. Ja, ist bei euch irgendwas Spannendes passiert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr gerne ein Szenario-Idee, ein Szenario-Wunsch, eine Fahrt haben im Fahrplanmodus, whatever, einfach gerne sehen wollt auf diesem Kanal, dann schreibt es in die Kommentare. Nicht in die Premiere, sondern in die Kommentare. Das ist ganz wichtig. Und dann mit etwas Glück seid ihr dann, habt ihr eine Idee für das nächste Video und dann werdet die Strecke im nächsten Video dabei sein. Also das ist wäre ganz cool, wenn ihr das macht, wenn ihr dann eine Idee habt. Denn ich würde halt immer gerne das machen, was ihr wollt. Und wenn ihr irgendwelche sonstigen Ideen habt, ihr sagt, das ist blöd, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar, versuche auf jeden einzugehen. Denn ich freue mich immer sehr, wenn ich Resonanz auf meine Videos kriege. Mein Instagram-Account ist komplett leer aus, ich weiß. Und Instagram ist auch eigentlich keine coole Plattform, finde ich. Deswegen will ich das vielleicht sogar wieder löschen und vielleicht einen Discord-Server machen, wenn wir mal mehr Leute sind. Das wäre eigentlich cool, so für den Austausch sind Discord-Server richtig cool. Man kann Sachen untereinander austauschen, muss mich dann nochmal belesen, wie das funktioniert. Und dann wäre das eigentlich ziemlich cool, oder? Hättet ihr da Bock drauf, Discord? Seid ihr auf Discord? Ich bin da seit ein paar Monaten. Und ich finde, Discord ist eigentlich das coolste soziale Netzwerk, was es so gibt. Wir fahren hier durch schöne Industriegebiete. Das heißt schöne Industriegebiete. Wir fahren halt sehr, sehr ländlich, aber immer mal wieder kommt eine Stadt voller Industrie. Es sieht wirklich ziemlich cool aus. Ist ein bisschen Ruhrgebiet noch. Ja, wirklich schön. Oh, wie er sich hier in die Kurve legt. Man hört sogar so ein bisschen dieses Geräusch. Also, wenn jeder Zug auf dem Standard... So, da kommt der Kollege. Moin. Wenn jeder Zug auf dem Standard von diesem IC-Zug wäre, dann wäre Transport eine hochrealistische Zugsimulation. Dann müsste nur noch PZB und so perfekt funktionieren. Und dann wäre die Simulation perfekt. Es ist einfach so, die Grafik ist cool. Die Grafik ist vielleicht nicht die beste, die man je gesehen hat, aber sie ist locker ausreichend. Sie ist locker ausreichend. Also ich finde sie sogar ziemlich cool. Da hinten so könnte noch ein paar mehr Wälder nachladen, aber
Es soll auch ein Core-Update geben oder so. Vielleicht wird das da auch noch verbessert, dass man auf weite Sicht mehr Sachen, mehr Details noch laden. Aber auch das ist überhaupt nicht problematisch. Null schlimm. Da haben wir ganz andere Probleme im Simulator. Die Grafik ist, kann man mal ganz hinten anstellen. Was ich sagen wollte, dieser Zug ist so unglaublich gut gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Der ist richtig, richtig, richtig cool. So, runtergebremst. Und in 2,6 Kilometern ist das schon Lebmatte. Also die Doster ist meiner Meinung nach voll in die Jahre gekommen. Also in echt sind sie, teilweise wirken sie auch ein bisschen in die Jahre gekommen, ja. Vor allem den Bremsen-Sound, aber im Zugsimulator eben noch andersherum. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also da ist es so ein bisschen so, dass der Sound einfach komplett misslungen ist. Was? Das klingt nicht wie ein Dostos. Überhaupt nicht. Und der Bremsensound von draußen, sowohl von draußen als auch von drin, ist einfach auch komplett falsch. Also, wenn Dostos anhält, dann hört man so ein richtig lautes Brummen. Meistens, vor allem bei Regen, wo man einfach nur die Ohren zuhalten möchte, weil es komplett unangenehm ist. Und im Sim hat man das gar nicht. Komplett schade. Oder genauso wie das, warum übernimmt man den wunderschönen IC nicht einfach in jeden Fahrplanmodus? Warum nicht? Glaubt ihr, irgendeiner meckert, an DTG jetzt, glauben die, irgendeiner meckert, weil der jetzt ein IC im Fahrplanmodus integriert ist? Nein, IC fährt eigentlich überall. Tut man nicht so, als wäre ich Realismus so mega wichtig. Die Raumstrecke, nee, was war das? Genau, hier fahren auch eigentlich keine Doppelstockwagen mehr. Fährt jetzt, glaube ich, ein anderer Zug, so ein Flirt irgendwie, ne? So ein Stadler. So ein Abellio oder so. Also tut nicht so, krampft euch nicht so am Realismus fest. Macht lieber Sachen, die wir sehen wollen, die dem Gameplay gut tun. Und das ist einfach, diesen IC überall reinzubringen, Leute. Und vor allem, warum nicht auf die Strecke Dessau, also hier, S-Bahn Leipzig, S-Bahn Mitteldeutschland, Rapid Transit, warum nicht? Das ist, da versteht man das einfach nicht. Kümmert euch doch lieber erstmal um sowas. Aber wie gesagt, ich meckere immer und ich sage auch immer, dass ich meckere, dass diese bescheidene Haltemarkierung, die immer wieder angeht, und die mache ich jetzt aus, weil die stört mich. Warum steht das jetzt auf metrisch? Hallo. Hilfe. sonst habe ich noch einen Tipp für euch, weil wir gerade über Instagram geredet haben. Es gibt richtig coole Trendspotting-Kanäle auf Instagram, wo ihr richtig coole Sachen miterleben könnt. Und mein Favorit ist Rohtester. I don't know. Ich verlinke euch mal den YouTube-Kanal. Da habe ich auch einen YouTube-Kanal, wo echt coole Sachen macht. Und immer bei den Fahrten so ein Hauch von schwarzem Humor, was bei mir auf jeden Fall nicht auf ganz taube Ohren stößt. Also das kann ich auf jeden Fall verstehen, einige Male. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich bin mit ihm überhaupt nicht im Kontakt oder so, aber ich finde halt einfach, dass er richtig, richtig coole, mach mal so, sehr richtig, richtig coole Sachen auf Social Media macht. Ich wollte jetzt nochmal die Markierung ausstellen. Es stört doch, keiner will das sehen, Alter. So, rein in die Bremsen und wir öffnen die Tür. Hallo? Hilfe, warum? Wir stehen jetzt hier aber auch. Eigentlich muss ich da doch so ein. Hä? Das macht gerade echt wenig Sinn. Warum jetzt oben links Türen und Riegeln steht? Wir haben sie doch entriegelt. Und außerdem müsste sich hier so ein Fenster öffnen. Das ist gerade ein bisschen blöd, dass ich hier. Wahrscheinlich, weil ich hier rumgewerkt habe, rumgefuhr werde. Ja. Das ist blöd. I don't know, was das jetzt ist. Tut mir echt leid, aber das ist gerade wirklich sehr, sehr komisch. Guck nochmal durch. Was ist das vielleicht? Ja, das ist es. Das würde ich gerne anhaben. Jetzt steht hier auch. Oh, das ist echt merkwürdig. Gut. Ich will lassen die Tür jetzt nochmal einen kleinen Moment auf. Soll ja jetzt nicht so sein, dass die Leute sie ja raushetzen müssen. Na gut, das ist jetzt im Szenario noch nicht optimal. Da kann aber, glaube ich, auch gar nicht unbedingt was dafür. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, einfach so.
Und der Bahnhof ist sehr, sehr leer. Also da hinten ist irgendwie eine Meute. Keine Ahnung, was da los ist. Können wir gleich mal hinfliegen. Aber sonst ist das richtig cool, weil der passt hier, finde ich, ganz gut zur Strecke. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ist mir da eigentlich egal. Ja, also, das meine ich auch. Und ich sage euch, dieser Bug ist in einem Jahr noch nicht behoben, ne? Das ist eben diese DTG-Logik. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal von außen, oder? Wie wir abfahren. Ich glaube, das kann man ganz gut genießen. So, ich würde sagen, wir schließen die Türen. Und ich bin leise. Schließvorgang eingeleitet. Na gut, einen kleinen Moment warten wir jetzt nochmal. Eigentlich müsste ja da hinten der Zugbegleiter jetzt nochmal einen Pfiff geben und uns freie Abfahrt geben. Deswegen warten wir nochmal einen kleinen Moment. Ach ja, und wenn du jetzt in der Premiere dabei bist, was ich jetzt mal vermute, sonst würdest du das ja gerade. Naja, doch, du könntest es. Aber wenn du jetzt gerade live. Nein, du bist ja auch nicht live, aber in der Premiere gerade dabei bist, dann schreib doch gerne mal was. Ich freue mich da auf jeden Fall drüber. Ich hoffe, dass wir vielleicht so eine kleine Diskussion kriegen. Also schreib gerne was rein. Und das würde ich auf jeden Fall ziemlich cool finden. Gut, dann geben wir mal wieder Stoff und ich bin leise. Es sieht doch einfach schön aus, oder? Es sieht einfach schön aus. Gut. Was ich auch herausgefunden habe, was richtig, richtig cool ist, Alter, das ist nämlich, dass man auch an einem Szenario, was man erstellt hat, als Mitfahrer fahren kann. Da muss man so ein bisschen einen kleinen Trick anwenden. Also einfach auf einen anderen Zug den angeblich übernehmen und dann übernimmt man ihn gar nicht und dann einfach einsteigen in den Zug, den man eigentlich fahren wollte. Ist ja ganz schwierig zu erklären. Aber dann fährt er auch los und man kann mitfahren. Finde ich cool. Wobei die KI auch nochmal überarbeitet werden müsste, weil bei den S-Bahnen ist es egal, aber bei den Fernverkehrszügen eben nicht. Und zwar ist das Problem, dass die KI-Züge, so wie ich das immer sehe, wenn sie losfahren, immer 100% Stoff geben. Beim Anbremsen tun sie gut, aber sie geben 100% Stoff immer. Und das ist nicht gut, weil bei einem IC fährt man nicht mit 100% Stoff los und dann drehen die Räder durch und das hört man dann auch von innen. Also da müsst ihr auch nochmal ran. Gehen sie aber nicht, ich kenne ja DTG, ne? Ich weiß nicht, ob das Team einfach zu klein ist oder ob es denen einfach egal ist. Teilweise Bugs, aber sie gehen ja nicht ran. Aber sie haben Simulator. Ich sag, das ist wieder Spiel. Das ist Reflex, aber ich weiß, dass es kein Spiel ist. Oder was jetzt ein Spiel ist oder nicht, kann man auch drüber streiten, darum geht es jetzt einfach nicht. Oh, jetzt habe ich die AFB nicht angemacht. Oh Mann, ey. Also, sie haben den Simulator auf die Konsolen gebracht und ich habe ja auch lange Zeit auf einer Konsole simuliert und ich weiß, dass es totaler Mist ist, dass fast nichts auf die Konsole rauskommt und dass man sich total als Konsolenspieler total über Simulationen freut. Deswegen, an jeden Konsolenspieler, ich weiß, wie ihr euch fühlt, ich weiß, wie ihr euch darüber freut. Und ich finde es auch mega cool, dass man diesen Weg geht, dass immer mehr Simulationen für den PC erscheinen. Ist einfach nice. Aber auf der Strecke ist nicht viel los. Muss man einfach mal so sagen, ne? Aber es könnte auch einfach sein, dass sie auch in. Ich glaube, hier ist in echt auch nicht so viel los, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich komme aus dem Norden. Ich bin gerade, das wollte ich nämlich sagen, mit dem IC nach Berlin gefahren. Das ist mir egal. Nach Berlin gefahren aus Hamburg, Altona. Unmodernisiert. Ohne WLAN natürlich und alles. Aber es war nice. Ich bin nach Berlin gefahren und von da aus dann mit dem Berliner Eurocity, also er ist ja so der Berliner, ne? Glaube ich. Mit dem Eurocity aus Prag, also der von der tschechischen Bahn. Die blauen Eurocity-Wagen, mit dem bin ich dann bis an die tschechische Grenze gefahren. Also ist
war noch Deutschland, aber die tschechische Grenze so gut wie. Und das war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Also die IC1-Wagen, oh, da habe ich nicht aufgepasst, viel geredet. Die IC1-Wagen sind einfach richtig, richtig, richtig nice. Und die Deutsche Bahn sollte die niemals ausflotten. Oder man sagt, gut, die sind wirklich jetzt langsam in die Jahre gekommen. Man modernisiert sie jetzt nochmal. Meiner Meinung nach, bei den Modernisierten, die jetzt modernisiert sind, nicht nötig. Aber vielleicht sagen sie das ja. Und das könnte ich auch noch verstehen. Oder was ich auch noch irgendwie verstehen könnte, ist, wenn man nicht einfach solche umlackierten Regionalexpresse, also so ein RE, doppelt Dostos, einfach in weiß lackiert und dann sagt, ja, hier, IC, das ist nämlich kein IC, es ist ein Mistwagen. Es ist ein Plastik-Mistwagen, finde ich. Mit 160 km/h. Sondern bestellt doch einfach neue Wagen. Von Siemens hat er doch irgendwie Wagen. So ein bisschen Railjet-mäßig vielleicht. Keine Ahnung, aber macht auch sowas. Und holt euch keine Doppelstockwagen oder dieser, oh, moin, Kollege. Auch diesen Stadler-Flirt-Doppelstockwagen ist es doch, glaube ich, ne? Auch, der fährt wenigstens 200. Ja? Aber ich finde, es ist kein IC mehr und da sollte man auch dran festhalten an diesem schönen Einstieg gegen IC. Ich finde, diese Strecke hat immer so eine coole Atmosphäre irgendwie. I don't know, vielleicht bin ich auch verrückt, aber es ist irgendwie cool. Bahnübergänge, bei denen die Schranken sich nicht bewegen. Auch nice. Wie der sich auch immer richtig schön in die Kurve legt, ne? Fühle ich. Richtig nice. Hier müsste man eigentlich auch nochmal als Passagier mitfahren. Das ist echt so eine schöne Strecke. Schleichen wir tatsächlich mit 80 rum. Aber alles gut, ist jetzt auch nicht schlimm. Das hat auch was, mal so lang zu schleichen irgendwie, ne? Was ich am schlimmsten eigentlich finde, ich finde eigentlich ganz viele Sachen schlimm hier in dieser Simulation, aber was mich richtig nervt, ist, dass die jetzt im neuen Fahrplan für Rapid Transit oder Rapid Transit oder wie auch immer, dass sie da keine ICEs eingebaut haben. Das finde ich richtig schade. Warum? Erzählt mir nicht, dass es technisch nicht möglich ist. Es ist Quatsch. Ihr könnt mir erzählen, dass es auf den älteren Konsolengenerationen, dass es da der Arbeitsspeicher nicht schafft. Wobei ich euch das auch nicht glaube, weil wir haben Strecken, da ist ganz viel Verkehr. Das war die Ausrede, oder ist die Ausrede bei München Augsburg. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass es auf PC nicht möglich ist. Das ist Quatsch. Also das ist Mist. Und dass auch das auf den Konsolen, ich weiß es glaube ich immer noch so, dass auf München Augsburg kaum Fahrplanfahrten sind. Das ist doch... Hört auf, einen so zu verarschen, sag ich jetzt mal. Das ist doch Quatsch, das ist doch Mist. Aber ich hatte hier Negatives und Positives, Leute. Nicht immer sagen, dass ich nur negativ bin. Ich habe auch gesagt, dass es hier wirklich cool klingt, dass der IC für 14 Euro wirklich richtig fair ist. Und auch, dass das Rush-Hour-Update auch mega fair ist. Weil da haben wir mehrere Strecken und coole Futures zu einem, glaube ich, Preis von 30 Euro. Also das ist einfach mal cool. Eine Burg ist da oben, ne? Oder so oder fast ein Schloss? Was ist denn das? Ich komme aus der Gegend nicht, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ihr das wisst, würde ich das sehr gerne mal wissen. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich dazu mal in den Kommentaren aufklären könntet. Das wäre echt nett. Boah, das ist doch hier richtig schön, oder? Das ist hier richtig, richtig schön. Die 80 halten.
Wenn wir schon so langsam fahren, dann wenigstens die zulässige maximale Geschwindigkeit. Achso, und ein MSFS-Rundflug, also Microsoft Flight Simulator, in dem neuen jetzt, der 2020 erschienen ist, hatte ich auch geplant. Aber muss ich erstmal gucken, ob ihr auch echt Lust drauf habt. Einer hat einen Rundflug über Leipzig, seiner Heimatstadt. Ja, nice. Oder so ein Inselhopping über verschiedene nordische Inseln, also nicht nordische, sondern hier bei uns im Norden, Schleswig-Holstein und so. Die Inseln Sylt, irgendwie Langeoog oder sowas. Da hin und her fliegen. Oder irgendwie mit einem Airliner mal so eine Urlaubsroute, was weiß ich, von München nach Malle oder so. Ja, sowas. Gibt's einiges, was vielleicht ganz cool wäre. Ich weiß nur nicht, ob das sich auch Leute angucken. Das ist halt immer die Frage. Deswegen gib mir da gern Feedback. Also ich finde es doch überhaupt nicht schlimm, wenn einer hier 5 Kommentare schreibt, Leute. Schreibt so viel ihr wollt. Mir hilft es weiter. Dem Kanal hilft es weiter. Deshalb hilft es auch mir weiter. Und erstens weiß ich, was ihr wollt, was euch interessiert, und ich bekomme Feedback. Zweitens finde ich es immer cool, wenn Leute auf meine Videos reagieren. Und drittens ist es auch super für den Kanal, weil dann werden meine Videos mir vorgeschlagen, wenn ordentlich Traffic auf den Videos sind. Versteht ihr? Ja, versteht. 22 Kilometer noch. Langsam wird es eintönig. Da kommt doch was, oder? Oder nicht? Ja, da kommt was. Eine schöne MRCE 182. Oh, mit Holz. Das sieht doch auch cool aus. Aber ein sehr kurzer Kurzzug, ne? Schön aus ist. Mit dem Holz passt auch richtig gut hierher. Wird bestimmt ordentlich abgeholzt. Bei dem vielen Wald. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte, ey. Oh, das ist echt eine lange Fahrt. Mit dem Schneckentempo, ne? Wenn wir wenigstens 160 fahren könnten. Oder 200. Dann werden wir auch mal ankommen. Oh, was ist das? Ist das ein AKW? Oder ein Kohle? Ja, ein Kohle. Nee, da würden ja Reaktoren fehlen, oder? Oh, jetzt ist ja doch mal was hier los. Schönmann Regionalexpress mit den Dosters, mit der 143. Und jetzt dürfen wir auch 90 fahren. 2,3 Kilometer, dann fahren wir 70. Was sind das hier für ein Rumgeschleiche? Mensch. Wie findet ihr das, mit so einem IC so langsam zu fahren? Also ich finde es eigentlich ganz cool, aber es ist halt doch, dann ist die Fahrt halt doch sehr, sehr lang. Ohne AFB, leider vergessen.
Und Bahnübergang nochmal. Oh, schon wieder vorbei. Und die Schranken gehen nicht nach oben. Aber wo Schranken war das nicht? Oder ist das nicht? Ich glaube, es war. Ich glaube, es ist nicht mehr. Auf Rapid-Trans sieht so, dass irgendwie monatelang da immer irgendwelche Leute durchgelaufen sind. Durch den geschlossenen Bahnübergang. Da hatten sie immer so, was heißt so lustig ist es eigentlich. Also in echt ist es überhaupt nicht lustig, aber im Simulator fand ich den Bug so ein bisschen funny. Da konnte man dann, musste man dann teilweise eine Notbremse machen, weil da Personen auf dem Gleis waren. Gibt's auch YouTube-Videos von dem Bug. Da ist auch ein Bahnhof. Deswegen müssen wir wahrscheinlich mit 70 schleichen. Nee, das hat bestimmt einen anderen Grund, sonst würden wir ja jetzt nach dem Bahnhof schneller fahren können und das dürfen wir ja. Wahrscheinlich einfach sehr alte Gleise. Wir geben uns das manchmal aus der Außenperspektive. Schön von hier. Viadol. Oh, jetzt dürfen wir richtig schnell fahren. LOL. Über 100. Nice. Das ist ja komisch. Das ist keine Zeit mehr. Über 100. Das ist richtig cool. Endlich mal Geschwindigkeit. Also was heißt Geschwindigkeit? Schnell ist es immer noch nicht, aber endlich mal ein bisschen schneller und nicht so schleichen hier. So, weiß ich, ob ich das eben schon gesagt habe, ich spiele mit Controller, weil meine Maus irgendwie so einen Bug hat, dass die irgendwie so Stufenbildung hat beim Umsehen. Ich zeige euch das mal hier. Jetzt ruckelt das so ein bisschen und mit Controller ganz sanft. So, vielleicht seht ihr das, vielleicht seht ihr es nicht. Auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr nervig, deswegen spiele ich mit Controller oder simuliere mit Controller. Ich spiele auch auf PC. Also, ich sage immer spielen. Egal, einigen wir uns jetzt einfach auf spielen. Oder simulieren, das ist eigentlich völlig egal. Ich spiele mit PC. Also, Plattform ist der PC. Kann man auch modmäßig einiges mehr machen. Sich Szenarios runterladen. Das hat einige Vorteile. Einfach Simulation auf PC einfach besser. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich freue mich sehr, dass endlich Konsolenspiele eingebunden sind. Und nicht immer nur FIFA spielen kann. FIFA auch eigentlich voll nice sein kann, vor allem so Karriere beim Modden oder so. So Großmods gibt es ja auch für den PC. Ja, das kann auch sehr nice sein. Habe ich auch. Spiele ich und habe ich schon sehr, sehr lange gespielt. Doch schon wieder ein Bahnhof, oder? Ach so, und ich wollte mich auch nochmal entschuldigen für das letzte Video auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Da habe ich nämlich einmal solche Bildprobleme, habe ich dann leider erst im Schnitt erkannt. Also das heißt Schnitt, ich habe die ja konvertiert und dass ich da so Bildprobleme hatte. Ich habe euch das aber in der Timeleiste eigentlich angezeigt. Also ihr könnt dann sehen, wo Bildprobleme sind und wo nicht im letzten Video. Schaut euch die gerne an, meine letzten Videos. Habt ihr auch eine Playlist auf meinem Kanal. Hm. Wo
Wobei es ja bisher erst Trends and World auf diesem Kanal gab. Ausschließlich. Ich muss kurz was trinken, ich kriege immer so einen trockenen Mund vor vielen Reden. Es sind auch gleich nur noch 10 Kilometer und das ist dann ja wirklich nicht mehr viel. Weil wir jetzt auch gleich in 2,4 Kilometern schon wieder 80 fahren dürfen, dann geht das Geschleiche wieder los. Aber wenn man die ganze Zeit mit 70 fährt, kommt man 110 richtig schnell vor. Und wenn man die ganze Zeit 200 fährt, kommt man 100 vor, als könnte man nebenher gehen. Das ist normal. Auch schon wieder bei einer Aufnahmezeit von über 40 Minuten. Wahnsinn, die Zeit, ey. Ein Bahnhof. Wo eigentlich ja die Regionalbahn hält. Oh, da kommt ein schöner Talent. Ui. Talent hätten sie halt auch fahren lassen können, ne? Im Fahrplanmodus, weil ein echt funny AI kennt das mehr. Also, hatte ich zumindest so im Internet, glaube ich, gelesen. Also, die brauchen da nicht nur mit ihrem Realismus ein bisschen zu übertreiben, weil die haben sowieso keinen Realismus, was sowas angeht. Können sie auch einfach die Züge sehen, die meiner Meinung nach, vielleicht seht ihr es ja auch anders, aber können sie auch einfach die Züge, die wir gerne fahren wollen, in den Fahrplanmodus integrieren. Was spricht denn dagegen? Zugbeeinflussung. Versteht man nicht. Auch gleich wenigstens wieder 100 fahren, geht es wenigstens ein bisschen voran. Ja. Ist ja immer ein Viertel mehr von der jetzigen Geschwindigkeit. Schon was aus, wenn auch nur wenig. Aber was trinken. In meinem Zimmer ist es so, dass der PC, also das hat jetzt nicht mit meinem Zimmer zu tun, aber der PC wird bei mir sehr, sehr warm. Ich kann das hier mal auch oben einblenden, also 86 Grad ist meine GPU gerade heiß, also fast 90 Grad und das pustet natürlich alles raus. Klar. Das heißt, mein Zimmer wird sehr, sehr stickig und sehr, sehr warm und auch wenn ich mein Fenster öffne, es bringt nicht viel, aber es bringt was. Und dann mache ich immer meine komplette Fensterfront auf, sodass es wenigstens ein bisschen Luft zirkuliert und dann kann man es hier drin sehr, sehr gut aushalten. So, nicht wieder zu schnell hier. Immer langsam. Jetzt aber, wo ich aufnehme, muss ich das Fenster natürlich zumachen, weil draußen meine Nachbarn wieder den Golfkrieg nachspielen. Ja, gut, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das zensieren muss. Ich habe immer so einen ganz blöden Humor. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel. Auf jeden Fall ist es so, dass es draußen dann laut ist, weil die irgendwelche Bauarbeiten oder sowas da veranstalten. Und ich kann dann hier drin nicht in Ruhe aufnehmen, weil hier sonst ganz irgendwelche Hintergrundgeräusche. Deswegen muss ich das Fenster schließen und ich ersticke hier drin gleich. Ja, deswegen muss ich die ganze Zeit was nachtrinken, weil mein Hals so komplett austrocknet. Also ich muss gleich wirklich erstmal schön lüften wieder. Aber das Video ist auch gleich vorbei, nach 5,7 Kilometer. Das ist nicht mehr viel.
Angriffe wieder auf 80 geht. Immerhin. Also jetzt gleich. Es wird jetzt gleich umgehen, diese. Genau. Zack. Jetzt steht da 80 hin. Ist auch vielleicht wieder 100. So, jetzt müssen wir gleich 100 fahren. Gut. Ich habe nicht genau hingeguckt. Ja, 100. Let's go. Die Fahrgestern nicht mein Wort ist. Traurig, traurig, traurig. Könnt ihr euch nicht mal die schöne Currywurst holen? Dann müsst ihr euch was von zu Hause mitbringen. Oder vielleicht geht der Zugbegleiter, beziehungsweise das Zugbegleiter-Team, mit so Wagen rum, wo sie so ein paar Snacks verteilen. Müsst ihr euch davon satt essen. Das freut sich. Er freut sich nur nicht eure Gesundheit, euer Magen und vor allem nicht euer Geldbeutel. Aber gut, was der Geldbeutel freut sich im Bordbistro mindestens genauso wenig. Da kommt ein Autozug. Cool. Immer mal wieder kommt was entgegen. Also ich finde das Szenario ist ganz richtig cool. Das hat Tom, also ich merke jetzt mal Tom. Ich weiß ja nicht, ob er wirklich so heißt, aber warum sollte man sich so nennen, wenn man nicht in echt so heißt? Also, sag es mal. Tom hat hier wirklich, weil wenn ich jetzt sage, der Typ, dann ist es ja so, ja, der Typ hat ja doch jetzt ein Szenario gebastelt, was wirklich cool ist. Und dafür danke ich ihm auch. Ich habe ja auch schon mal ein Szenario gemacht. Hat sich auch ordentlich gedownloadet, haben ordentlich Leute gedownloadet. Das war auf der Strecke in Köln-Aachen. IC-Szenario haben wir auch gespielt auf diesem Kanal. Schaut euch das gerne an. Die Playlist findet ihr auf dem Kanal oder ihr scrollt einfach runter, denn das ist noch nicht alt, das Video, und die, da braucht ihr keine Playlist. Ihr habt trotzdem eine gemacht. Wow, da kommt aber ordentlich Qualm raus, ne? Cool. Das sieht richtig cool aus mit dem Qualm hier. Da sieht man das. Cool. Richtig, richtig cool. Machen wir das Fenster auf, oder? Also bei mir ist es so stickig. Es war gerade ein Witz, weil es ist bei mir halt wirklich sehr, sehr stickig und. Naja, versteht wieder keiner. Gut, bisschen frische Luft. Schadet nicht. Jetzt sind es auch nur noch 1 Kilometer. Wir sind so gut wie da. Hört ihr das? Dieses Kurvengeräusch, wir fahren die Kurve, man hört das so richtig laut. Und nicht nur, weil das Fenster offen ist. Das Fenster hört man zudem noch lauter. Das ist einfach cool. Müsste man nur noch das Feature haben, dass man einen Zeitplan einbaut. Und weil ich mich eben so ein bisschen gesagt habe, mehr KI-Züge wären vielleicht ganz cool. Erstmal, es sind jetzt nicht wenig KI-Züge, also alles cool. Und zweitens habe ich auch einmal KI-Züge rausgenommen. Ach, ich glaube, er hatte doch reingeschrieben, dass man bis zum Ende fahren kann, oder? Ich glaube, er hatte das reingeschrieben. Guck nochmal kurz in das Briefing. Das ist mal Briefing. Keine Ahnung, wie man das wirklich nennt. Er hatte reingeschrieben. Ja, der Haltemarker ist deplatziert im Tempo. Alles gut. Ich glaube, es heißt Filmprobe, so spricht man es, glaube ich, aus. Fahren wir jetzt einfach mal, rollen wir nochmal bis ganz nach vorne.
Klingt so nice. Oh, da oben läuft einer. Das sieht doch, oder sogar noch einer. Das sieht richtig gut aus, wenn die darüber laufen, finde ich. Wenn man dann einfährt, das bockt. Oh. Wenn man nicht aufpasst, ne? Naja. Gut. Zum Schluss leider, aber zum Schluss kriegen, ist es ja ein bisschen Tradition, dass es da Probleme gibt, ne? Im letzten Video bin ich auch über das rote Signal gefahren, war es auch vorbei, aber es war zu gut. Das sollte jetzt aber kein Problem sein. Wir schauen uns das hier mal an. Wow. Okay, nichts gebrochen, alles gut. Ja. Nicht schön, aber da steht das rote Signal, es ist okay, es ist nicht schlimm. Und ja, jetzt übernimmt gleich der Kollege, der Zug steht jetzt glaube ich eine Stunde oder so, oder eine halbe Stunde, es ist ein sehr, sehr langer Halt, weil wir noch auf einen Anschlusszug warten. Gut, ich denke, das ist gerade alles aus, aber und der kommt noch, aber der steht jetzt hier erstmal, der Zug. Und wir rüsten den Zug jetzt einmal ab. Machen ihn nicht aus, aber wir rüsten ihn ab, denn unser Kollege ist ja noch nicht da. Ist da hinten dann wahrscheinlich am Busbahnhof kommen, da ist auch ein Busbahnhof da hinten oder so, ne? Ja. Das heißt, Lokbremse geht ran. Bremsschlüssel stecken wir, also drehen wir um. Dann, die Türen bleiben auf jeden Fall auf. Also freigegeben. Was können wir noch machen? Den stecken wir auch mal aus. Müsste doch möglich sein, oder? Zack. Den stecken wir aus. Lüfter geht natürlich aus. Luftkompressor machen wir auch aus, die brauchen wir jetzt nicht. Und damit haben wir das Ding auch schon runtergefahren. Und jetzt machen wir nochmal. Oh, schon wieder nichts gebrochen. Und zwar, das ist nämlich auch richtig cool, das lässt sich richtig bedienen und so. Hier. Ich weiß nicht, ob man das generell in jedem Wagen machen muss, wir machen es einfach nur mal im einen. Zack, angelegt. Und die Wagen stehen hier. So, nochmal an den... Ich kann das Video gerade einfach nicht beenden, es ist einfach... zu nice. Es sieht einfach nice aus, Leute. Findro. Oh, was für ein angenehmer Zug. So schön leer. Wahrscheinlich haben die Leute alle gedacht, ah, hier verkehrt der IC2. Nee, da habe ich nicht so Lust. Dann nehme ich mal lieber einen anderen Zug. Deswegen ist der so leer, weil die Leute alle wissen, oh, hier ist ein IC2. Okay. Das ist hier die Sicht vom Schaffner. Aber wir sind kein Schaffner. Wir sind Lokführer. So, mal ein kleiner Screenshot. Und dann... Oh! Oh! Das hat er nicht bedacht. Der Zug ist zu lang. Für Fintrop. Da kann ich jetzt auch tatsächlich, glaube ich, gar nichts dafür... hier, der muss auch zu. Der muss auch zu. Die sperren wir jetzt einfach mal. So, aber es ist so wenig. Es sind so wenig Leute hier, das reicht hier zum Einsteigen auf jeden Fall. Naja. Sonst kann ich abschließend sagen: schönes Szenario. Vielen Dank nochmal an dich. Ich verlinke das Szenario auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das downloaden. Und.
Ja, ich gehe erstmal einmal hier vor, denn wir haben ja eine Warnweste, wir sind Lokführer, wir dürfen das. In echt dürfen wir es natürlich nicht, und das ist auch richtig so. Zack. Und zack. Und jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ciao.